einen Fluchtversuch veranstaltet, Auf Amazon Prime sozusagen kannst du das wurde angucken. sozusagen Richtig geile Quali. ungewollt befreit Und aus Amazon dieser Prime kann ich nur Situation, empfehlen. der nicht 50 wollte. Euro dafür, dass Warum? du. Bitte? Warte jetzt mal, Warum sagt er Whitestone. nicht, dass er einfach da bleibt? Whitestone. Whitestone. Ja, Lass ihn jetzt erstmal ausreden, bitte. wenn sie natürlich jetzt mit Waffen bedroht werden und sagen, sie sollen einsteigen, dann weiß ich nicht, ob sie sich da ohne nur mit Händen wehren wollen. Das heißt, Moment, Moment, Wertschätzung von befreien Leben und heißt entführen sind das. zwei Dinge. Das ist nichts frei. Aber ich Wenn einer frag's jetzt macht. einfach mal ganz deutlich, warum sollten drei Menschen einfach darauf kommen, ey, lass mal ins Polizeiakku stimmen, vielleicht ist da ja jemand drinne. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und sie habe blöderweise erschossen, alle drei, so wir können das nichts fragen. Und Dann jetzt können Sie ein mir auch noch mal Gegenargument. erklären, Ein warum Sie. Gegenargument. Lasse kurz ausreden. Ich hab nur eine Frage. Nur eine Frage. Die müsse kläre alle Umstände. Ist es Ihnen nach 20-fachen Versuchen gelungen, mich zu fesseln oder zu festnehmen? Ist Ihnen das gelungen? Antworten Sie mit Ja oder Nein. Nein. Ja, okay, das war schon meine Frage. Dankeschön. So, vielleicht darüber nachgedacht, denn anderen ist das auch nichts gelungen und deswegen, ihr habt das gemacht mit Waffengewalt? Moment, der Anwalt sagt doch, sie wären ungewollt befreit worden. Befreien und als Geisel nehmen sind zwei verschiedene Dinge. Doch, ich weiß nichts, was Ja, ich und gemacht er habe. wurde Aber dann sozusagen aus dieser Situation halt als Geisel genommen, ja. Also da habe ich natürlich, denke ich mal, jetzt persönlich die falsche Wortwahl getroffen, ja, weil was mein Kollege meint. Ganz gut, was mein es Kollege meint, war. ist, er wurde von der, sozusagen von der Polizeiobhut befreit, wenn man das so sehen will. Ich sehe das ja nicht als Befreiung, weil ich habe ja nichts gegen die Polizei, aber Ich genauso und wenig. anschließend wurde er eben ja von den, sagen wir jetzt mal, von den drei bewaffneten Personen gezwungen, in sein Auto, in ihr Auto einzusteigen. Dann sind die fröhlich mit ihm umher gefahren. Anscheinend. Dann sind sie mit ihm Gut, halt. und dann können Sie mir sicherlich erklären, warum er bei einer Verfolgung aus dem Auto irgendwas rausschreit. Also er hat Ja, das kann ich rausgeschrien, erklären ganz kurz, Ihnen. wann, Hören Sie mir. lassen Sie. Das wurde vielleicht bei der Geschwindigkeit und bei dem Tempo, was halt da gefahren wurde, vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Herr Kasimir, was war, zitieren Sie nochmal, was Sie genau gesagt haben? Ich habe gesagt, schade, Sie können nichts aus Auto schießen. Weil Sie wollten natürlich auch diese Verfolgungsjagd irgendwo stoppen. Und Herr Kasimir hat das dann halt rausgeschrien, wie er es dann sagt. Sie haben es vielleicht als haha, Sie können nicht schießen oder Sie können nicht aus dem Auto schießen, vielleicht wahrgenommen. Das kann natürlich gut möglich sein. Wir müssen natürlich alles abwägen. Kann nicht mehr. Highlights Und incoming, dann Alter. ist Wir es müssen das natürlich highlighten, oder? Wir zum müssen das Schluss wirklich. zu einer Schießerei gekommen, wo natürlich die leider Gottes halt oder vielleicht zum Glück sind dann halt die drei Täter gestoppt worden mit Brandstoppwaffen, Schahahade, durchgebrettert, genau. also sind Eigentlich können wahrscheinlich sie dir nichts, verstorben, denke oder? ich auch, ne? Ich, Also für die richtig. kam halt jede Hilfe zu spät. Und Herr Kasimir ist da ja nicht weggelaufen, hat keinen Fluchtversuch unternommen und Ja, und die hat auch nichts geht dir gehabt, kurz. Waffe oder irgendwas so. Er hat keine Waffe dabei gehabt und ich denke mal, in diesem Fall, es könnte vielleicht ein Ausnahmefall sein, aber in diesem Fall handelt es sich wahrscheinlich in dem Augenblick ja, Ich komme aus der Scheiße um ein raus. Opfer Ich und habe ich frage Sie jetzt mal Polizeiaugen. ganz einfach, können Sie mir dafür handfeste Beweise liefern? Hellas, mein Wunder. Hellas, du hast geschießt mich. Mein Wunder ist wieder aufgegangen. Aber an sich verbinden lassen. Also, Sie wissen das ja sicherlich selber, Sie müssen mir das Gegenteil beweisen. Ich muss Ihnen das nicht beweisen. Ja Weil gut, er wenn Sie immer beschuldigt kurz ist, der ein paar Schritte beschuldigt. Oh, mitkommen warten Sie würden. mal kurz. Naja, Sie Ja? müssen schon einigermaßen an, also Sie müssen schon ein bisschen beweisen können. Sie können nicht auch irgendwas Ja, rausziehen. mein Beweis ist, ich habe Beweise genug. Ja? Der Herr saß in einem geklauten Na und? Polizeiauto, hat was aus diesem Polizeiauto rausgeschrien. Das, was er gesagt hat, war schon als Verhöhnung. Ich weiß nicht, wie Sie das interpretieren. Tut mir leid. Ich habe da Schahade, Sie Beweise können genug. nichts Er wurde aus schießen, ist einem nichts Polizeiauto Verhöhnung. befreit. Das Er ist sagt, eher ja, er normale wurde. Reaktion als Geisel. So, schade, Sie können da nichts rausschießen, dann ich wäre endlich frei. Verstehst du? Ja, das hat Glaube ich er. Ihnen aber leider nicht. Und da Sie auch Polizei bekannt sind, und auch wenn Sie jetzt sagen, das ist vielleicht meine Ausnahme, der Herr ist Ja, ich bin. Polizei Ich hab bekannt. gemacht. Sie haben keinen Schluck Ab auf, ich und zu verstehe Sie einen ganz schlecht. Fehler in Vergangenheit. Aber Deswegen. du kannst nichts machen, du kannst nichts sagen, weil du gemacht hast Fehler in Vergangenheit. Du machst immer Fehler. Guck so, ich habe Anzug, ich habe gebessert zur neuen Sache, ich habe neue Aufgabe angenommen Haben eine und. schusssichere.
Was hab ich? Das ist eine schusssichere Weste. Das Weste von Einkaufsladen, die hat gesagt, wenn du das nimmst, kannst du mehr tragen als nur mit Rucksack. Das hat die gesagt. So, deswegen, ich habe das genommen. Das ist aber ziemlich komisch. Wieso? Ich meine, ich habe die Westen, die meisten, die solche Sachen haben, sind nicht beschusssicher. Natürlich sind die schusssicher. So, und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn sie nicht getötet hätten, alle Beweise, dann könnten wir das ganz normal klären und sie hätte genug Beweise. So, aber sie erschießt alle Beweise. Wir haben genug Beweise, sie haben nicht genug Beweise. Welche Beweise? Für uns reicht das aus, dass sie nachgeklaut haben. Hör zu, du kannst auch nichts sagen, zu Geisel von Banküberfall kannst du auch nichts sagen, du warst in Bank, deswegen hast du gemacht Banküberfall, verstehst du? Ihr Problem ist auch, dass ich hier die Entscheidung fälle und nicht sie. Also du magst, okay, ich leise jetzt den Herr Anwalt retten. Ja, warten Sie mal, sagen Sie besser nichts. Sag mal, warte mal kurz, komm mal her, bitte. Ich bespreche mich ganz kurz mit dem Herrn Stiegler. Also rein theoretisch können sie mir nichts. Das Problem ist, die haben alle drei erschossen. Das heißt, ich kann auch nicht das Gegenteil beweisen, natürlich. Seine Unschuld darin besteht, dass er nicht vor uns geflüchtet ist, oben am Fahrzeug. Ich kann das Gegenteil leider nicht beweisen, weil die haben alle erschossen. Er ist auch unter Androhung und Waffengewalt im Auto von den anderen drei Verdächtigen eingestiegen. Also es ist nur logisch, wenn er vor uns auch nicht wegrennt, wenn wir mit Waffen auf ihn zielen. Ja, die Polizei, Herr Anwalt, das möglicherweise entgangen Ihrer Aufmerksamkeit. Aber die Polizei gerade selber hat gute Argument vorgebracht, ohne zu wissen, dass sie gemacht habe. Pass auf. Die hat gesagt, der war in Auto ungefesselt und da ist doch auch logisch, wenn die aussteigt und die nicht wegrennt, weil wir mit großer Waffengewalt auf den ziele. Verstehst du? So, deswegen ganz klar, ich auch eingestiegen in Auto, weil große Waffengewalt. Ja, wenn wir nach ihrer Geschichte. Ja, das hast du gesagt, Kollege, oder? Nach ihrer Geschichte gehen. Hatten die erschossenen Langwaffen? Konnten sie das feststellen? Ah, ne, die sieht man ja nicht, ja. Ja, die hatte Langwaffen. Man kann davon ausgehen, dass sie, wie gesagt, drei unserer Kollegen niedergeschossen haben. Ah, okay, ja. Ja, gut, dann würde das ja doch. Auf jeden Fall haben sie ja schon Waffengewalt gegen Polizisten angewendet und würden es halt in dieser entsprechenden Situation wahrscheinlich auch weitermachen. Gut, meine Herren, ich kann halt die Reaktion der Polizisten, nachdem natürlich schon drei Kollegen, da bitte ich Sie vielleicht auch um ein bisschen Nachsicht mit den Detectives, weil es wurden drei Officer von den Tätern, die sie entführt haben, Vorschlag. Erschossen, Herr Kasimir. Und den Detectives möchte ich natürlich auch bitten, dass sie vielleicht... Mein herzlicher Beileid an dieser Stelle. Genau, also wie die Kollegen natürlich jetzt reagiert haben, dass sie natürlich diese drei Täter erschossen haben, dass sie natürlich vielleicht angeschossen haben aufgrund dieser hitzigen Situation. Oh, College, Mann, vielen Dank, holy shit. Entstanden ist. Ich schau nach, was du geschrieben hast. Ich weiß nicht, warum der Alert schon wieder am Arsch ist. Ein bisschen Nachsicht und ein bisschen Mitgefühl. Du Arsch, Alter, ich feier dich so geile Scheiße, Alter, ich sterbe hier von da. College, Mann, vielen Dank. Auch ein Opfer waren und natürlich kann ich die. Packbär hat auch donated. Du hast für deine Grafikkarte gespart. Ich habe dir 100 Euro donated und du hast mich Bärchen getauft. Ich erinnere mich, Bärchen. Vielen, vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich das nicht gesehen habe. Der Alert ist einfach im Arsch. Ich weiß nicht warum, Mann. Ich weiß nicht warum. Auch alle Videobeweise durchgeblickt hätten. Mein Vorschlag wäre, in dieser Situation, Detective. Was wäre Ihr letzter Vorschlag? Ich will Ihnen natürlich jetzt. Ich habe keinen Vorschlag mehr, aber ich kann Ihnen nochmal was sagen. Das Einzige, was für Ihren Mandanten spricht, ist, dass er nicht geflohen ist. Das ist das Einzige. Deswegen überzeugt mich das nicht. Ich habe auch gute Vorschlag. So, vielleicht gute Vorschlag zur Einigung, okay? Die Seniores, da sind Meinung. Ich hab gemacht ein Scheiß mit Polizeiauto und gemeinsame Sache mit den Gangsters. Das ist nichts so korrekt, okay? So, also wenn die Seniores der Meinung sind, sie haben Recht zu machen, eine Strafe mit mich in Geld, dann, sie müssen zugestehen, ich habe auch Recht zu machen, ein Schmerzegeld von ihnen für Schieße auf unbewaffnete Mann, die entführt wurde. So, und am Ende, wir machen plus minus null und alles zufrieden. Negativ. Das können sie nie machen. Wir dürfen auf ein gestohlenes Polizeifahrzeug schießen, da wir auf die Leute geschossen haben, die Waffen gezogen hatten und sie dabei einen Querschläger abgekriegt haben. Dafür können wir nicht.
Also, Moment, es ist aber doch nicht normal, weil es so bei der Polizei, wenn man den Zivilisten in der Nähe sind, dass man einfach drauf schießt und sagt, der Herr Kollateralschaden. War in einem gestohlenen Polizeiwagen, er saß da drin. Und was ist mit also, der Nummer, als ihr gemerkt habt? Kasimir, also wenn eine Geisel in einem Auto sitzt, dann ist das auch. Woher sollen wir denn wissen, dass er eine Geisel ist? Die Detectives, gerade in diesem Augenblick, kann ich auch verstehen. Ja, natürlich, aber ich meine, ja nicht, es gab keine Anzeichen, Richtungen. Dass es eine Geisel ist. Und aber hören Sie, in dem Auto sahen alle aus wie Zivilisten. Für uns sehen alle Leute aus wie Zivilisten. Aber das, sind manche dieser das Zivilisten ist, da kann ich doch nichts dafür, Senores, verstehe Sie. Ja, aber wir können auch nichts dafür, dass Sie einen Querschläger abkriegen, da wir ein Schussgefecht mit kriminellen Leuten haben. Okay, und was können Sie dafür, dass Sie Crawler mich aus Auto feststellen, sind nicht fähig zu fesseln mich und dann der Kollege sagt, Entschuldigung, und macht Taser in meinen Nusskasten. So, was können Sie da dafür? Das haben Sie mit Absicht gemacht. Da nichts Ausrede können, ist jetzt. Ein nicht relevantes Problem, was jetzt nicht zu dieser Situation hier dazugehört. Naja, doch, gehört das so. Du konntest das nicht festnehmen und ich habe gesagt, ich gehe mit dir überall hin. Und da hast du gemacht den Taser und hast vorher noch Entschuldigung gesagt. Der Taser dann, ist dafür da, dass manchmal, weiß ich... Wissen Sie, dass wir ihn nicht fesseln können, hat mit dieser Situation hiermit überhaupt nichts zu tun. Ich will Ihnen damit sagen, dass das eine andere Sache ist. Dann hätte sie auch nicht machen Taser dürfen. Dieser Taser ist dafür da, damit das wieder funktioniert. Dafür können wir nicht. Wir haben ihn mit dem Taser in die Hand geschossen, damit das Handgelenk, die Muskeln sich dann nicht so sehr verziehen, damit wir die Handschellen besser drum bekommen, weil sie halt eben, wie gesagt, nicht drum gingen. Ist okay, und an diese Stelle kommt Gelballergie ins Spiel. Ja, die Gelballergie, die ist leider ja auch mit unter anderem. Ja, nee, wenn ich die Langwaffenallergie ins Spiel. Ich sag Ihnen mal ganz einfach: dieses Problem, dass wir ihn nicht fesseln konnten, das hat jetzt nichts hiermit zu tun. Das Fesseln habe ich auch nicht gemeint damit. So, das, ja, aber der Herr Kasimir geht ja gerade darauf. Wieso hat das nichts damit zu tun? Wenn Sie das nichts konnten, wie können Sie unterstellen, dass der Zivilist das konnte? Nein, das ist nicht relevant, weil Sie sagen, sie war freiwillig in die Auto, du hast gemacht das mit Gangster gemeinsame Sache, weil du warst freiwillig in Auto, du warst nichts gefesselt. Aber ihr drei, alle drei, habt ihr versucht, mich zu fesseln und habt das nicht geschafft. Aber ihr einfach unterstellt, dass Zivilist in die Lage, mich zu fesseln. So. Und das geht so nichts. Du kannst nicht einfach sagen, wir können das zwar nicht, aber Zivilist kann das ganz bestimmt. Und weil das du nicht gewesen bist, du bist schuld an diese, weil du warst freiwillig im Auto. Das geht so nichts. Ich habe keiner Silbe erwähnt, dass ich sie beschuldige, dass sie freiwillig im Auto saßen, weil sie nicht gefesselt waren. Ich habe sie beschuldigt, dass sie freiwillig in diesem Auto saßen, weil sie Sachen aus dem Auto rausgerufen haben, während wir sie verfolgt haben. Ja, natürlich habe ich Sachen rausgerufen. Ich habe gesagt, schade, das geht nichts, dass sie schießen können. Ein Mensch, der mit Waffen bedroht wird, normalerweise nicht. Naja, wenn er schade sagt, ich meine... Er hat nicht schade gesagt. Okay, haben Sie einen Beweis dafür? Er hat eben wiederholt, was er gesagt hat. Praktikant links. Ja, ich habe gesagt, schade, Sie können nichts schießen aus Auto. Wer 200 im Auto? Das ist nicht schade. Na, nichts 200 im Auto, das Auto ist kurz zum Stehen gekommen. Wir waren links neben dem Auto. Ich habe es rechts aus dem Fenster rausgerufen, dann habe es rechts auch wieder gehört. Es war eindeutig die Stimme vom Händler. Nein, das war auf Autobahn. Und ja, das war meine Stimme, aber das war auf Autobahn. Wir waren nicht sehr schnell unterwegs, sonst wären wir nicht neben ihn gefahren, das könnt ihr mir glauben. Das weiß ich nicht, ich habe hinter gesessen, ich habe das nichts gesehen auf Tacho. Gut, irgendwo sind die beiden Parteien ein bisschen verfahren. Ich würde vorschlagen, das Strafmaß war jetzt? 50.000. 50.000, gut. 50.000, mein Vorschlag ist... da sich die Parteien irgendwo jetzt nicht einig sind und der Kasimir auf seinem Recht besteht und natürlich Sie auf Ihrem Recht bestehen, wir setzen eine Kaution, 50.000 an und dieser Fall geht dann vor Gericht. Vor Gericht. Ich einverstanden damit. Dann würde ich Sie mal fragen, wir haben jetzt keine Beweise für beide Seiten, welche Beweise haben wir dann vor Gericht? Der Kasimir hat mir gesagt, dass er Beweise hat. Ich habe das gemacht, alles mit GoPro. Ich habe das gemacht wir mit GoPro. Auch. Dann würden wir aber gerne auch die Department-Kameraaufnahmen dafür benutzen in dem Fall. Dann frage ich Sie jetzt aber mal, warum haben Sie das nicht sofort erwähnt? Weil das nichts relevant für Ihre Beweisführung. Das ist mein Beweisführung, nichts Ihre. Natürlich ist das für uns relevant, wenn Sie uns jetzt einfach Ihr Video gezeigt hätten, wo es 100% beweist, dass Sie unschuldig sind, hätten wir Sie sofort gehen lassen. Aber... mein Wort zählt nicht so viel wie GoPro, wenn ich sage Ihnen, nein, das ist nicht so. Nein, Ihr Wort zählt nicht so viel wie eine Videoaufzeichnung. Ich verstehe das. Es ist ja wohl klar.
Das hätten sie uns doch einfach sofort sagen können, dass sie ein Aber Video. glaub doch nichts rum und sag, ich hab das auf GoPro. So, das macht. Das verstehst du, wie ich meine. So, du läufst auch nichts rum und sagst, du hast auf GoPro. Die Problem ist eigentlich die GoPro, ich habe nur einen ins Schlafzimmer mit Frau. Aber heute, ich habe vergessen, das auszumachen. So, das lief ganze Tag so. Sie müssen wissen, dass die Polizei eine Dashcam mit sich führt. Wir nehmen zu jeder Zeit.